In Zeiten der Inflation wird alles teurer, sei es Brot, Mehl oder Öl. Einige Menschen wird es also überraschen, wenn sie jetzt in die Regale schauen. Die Discounter haben den Preis der Butter gesenkt. Bereits Ende Dezember hat Aldi den Preis der Hausmarke Milsani für die 250 Gramm Packung auf 1,99 € gesenkt, das sind 30 Cent. Lidl und Netto zogen daraufhin nach, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Laut dem Statistischen Bundesamt gehört Butter zu den Lebensmitteln, deren Preis besonders in die Höhe geschossen ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist er um mehr als 40% gestiegen. Doch auch wenn der Preis der Butter nun wieder gesunken ist, müssen die Aldi-Kunden auch in Zukunft noch tief in die Tasche greifen. Der Preis der Milch wurde nämlich um weitere 6% erhöht. Grund dafür sind die höheren Preise, die die Molkereien für Trinkmilch durchsetzen konnten.